Hi Leute, wir fahren heute nach Jeonju und sind dafür jetzt schon am Bahnhof Yongsan und haben jetzt gerade unser Gepäck weggebracht in einem von diesen mega coolen digitalen Gepäckschließfächern, die mit einem Fingerabdrucksensor funktionieren. Und das kostet nur, ja, für so ein Fach da, was wir uns genommen haben, kostet das 3000 Won, also irgendwas mit 2,80, irgendwie sowas. Und wir gehen jetzt noch ein bisschen in die Stadt, wir haben noch ein paar Stunden und fahren dann gleich mit dem Hochgeschwindigkeitszug. So, wir haben hier einen Bananenautomaten gefunden, wo es für 2000 Won gibt es zwei Bananen und für 1100 Won gibt es eine Banane. So, wir sind jetzt gerade in Jeonju angekommen. Wir waren erst in unserem Hotel und sind jetzt ein bisschen rausgegangen. Und das ist hier das ist hier die Hauptstadt der Provinz Jeollabuk-do, wenn ich mich richtig erinnere, also Jeolla Nord. Und das ist einfach total bergig, das hat man total gemerkt, als man hier in dem Zug hingefahren ist. Korea ist ja allgemein ein sehr bergiges Land. Und das ist quasi so eingeschlossen von Hügeln, da sieht man welche. Und unser Hotel ist auf so einem Hügel, deshalb wir jetzt die ganze Zeit runterlaufen mussten. Das heißt, auf dem Rückweg nehmen wir den Bus. Es gibt hier in der Stadt keine U-Bahn, es gibt nur Busse, die halt immer das gleiche kosten. Die kosten immer, ich glaube, 1350 Won oder so, also 1,10 Euro, 1,20 Euro. Komplett egal, ob man jetzt eine Haltestelle fährt oder 20. Es ist immer der gleiche Preis hier. Und wir gehen jetzt noch zu E-Mart, gehen jetzt noch irgendwas einkaufen da für heute Abend oder so. Und dann zeige ich euch mal gleich unser Hotelzimmer. Das ist so krass. Vor allem, weil wir so eine koreanische Hightech-Toilette haben mit allen möglichen Knöpfen, wo ich noch googeln muss, was die alles bedeuten. Zum Glück wusste ich, was Spülung heißt und so. Ne? Das ging also. Das wäre ein bisschen widerlich gewesen. Aber ja. Ich zeige euch das gleich mal. Center. Schaut mal, was wir gefunden haben. Das findet man hier öfter in Korea, dass man einfach so öffentlich irgendwelche Sportgeräte rumstehen hat, um Sport zu machen. Voll cool. Und schon wieder Sportgeräte. Und da kommen noch mehr Sportgeräte. So, hier ist gerade auch keine richtige Brücke, sondern nur so eine Brücke. Und die sind wir gerade rübergegangen, beziehungsweise haben noch ein kleines Stück vor uns. Und ja, meine Mutter, die ansonsten nicht für sowas zu haben ist, hat es auch gemeistert und ich bin sehr stolz auf sie. Also, so sieht unser krasses Zimmer aus, wie in Asien üblich. Man hat hier so einen Vorsprung und hier muss man die Schuhe abstellen und dann darf man rein. Und das ist das Bett mit einem Lounge-Stuhl, Computern, einem Flatscreen-Fernseher und damit steuert man das Licht. Hier kann man quasi das Licht anmachen. Ich mache es jetzt mal im Bad an. So, das ist das Bad mit der Badewanne, wo ich erst nochmal herausfinden muss, wie die funktioniert. Und die Toilette, die tatsächlich eine Steckdose benötigt, weil hier jetzt die ganze Apparatur drin sitzt. Ich versuche das mal zu demonstrieren. Das hier heißt klein und das heißt groß, hier, und dann spült er, weil, ja, man halt wissen muss, ob man klein oder groß spülen muss. Wenn ich auf klein drücke, passiert das. Und wie ihr sehen könnt, hat das wirklich unfassbar viele Funktionen, Bidet und alles so weitere, Massage, und wenn man das hier aufklappt, sind da noch mehr Optionen, von denen ich noch nicht weiß, was die alle heißen. Das muss ich mir, glaube ich, erstmal ergoogeln. Aber so sieht quasi eine von diesen asiatischen Supertoiletten aus. Was wir noch im Laden gefunden haben, sind wilde Erdbeeren, die bei uns quasi mal so auf dem Boden wachsen, auf Wiesen. Und hier konnte man die gleich im 500 Gramm Pack kaufen. Und irgendwie, es ist hier einfach alles, was irgendwie halbwegs sensibel ist, ist in so einer Styroporpackung eingepackt. Das ist ziemlich schade, weil die hier sehr, sehr viel Plastik verbrauchen für alles.